Hallo und herzlich willkommen hier endlich mal wieder zu Let's Play Skyrim. Ich habe ja jetzt die ganzen Unzocks und Oblivion und so alles aufgenommen. Jetzt spiele ich endlich mal wieder Skyrim. Und naja, jetzt muss ich mich wieder erstmal in die Steuerung reinfinden. So, gucken wir mal erstmal in mein Inventar. Oh, und wir haben einen Falmerbogen und der ist besser als unser orkischer Bogen. Deswegen fügen wir den zu den Favoriten dazu. Ja, wir haben letztens den abgeschworenen Bogen auch vergessen. Der ist genauso gut wie der Falmerbogen jetzt. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. So, jetzt gehen wir wieder auf Nahkampf. Ah, wie war das so? So. Oh, jetzt habe ich ein Falmerohr genommen. Egal. So, ist hier was? Nein. Ist hier was? Nein. So, gucke ich mal auf die Uhr. So, dann können wir jetzt spielen. Los geht's! Okay, hier sind Feinde. So, ich habe die angezündet. Dann lassen wir die dort mal ein bisschen brennen. So, und jetzt Angriff. Okay, wir kratzen ab. Magie. Wiederherstellung. Heilung. Ja, diese Falmer sind gar nicht mal so leicht zu besiegen. Einzeln geht's ja noch, aber zu zweit ist das echt schwer. Oder wenn die zu mehreren sind. So, jetzt speichern wir erstmal. Und weiter geht's. Oh, die kämpft oben. Ich stehe auf eurer Seite. Ha, was für ein cooler Kampf hier oben. Und ist hier oben was Nützliches? Nein, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal weiter. So. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nur eine Schmiede und Zutaten. Und hier ist was. Eine Truhe mit Experte. Das schaffen wir nicht. Und unsere Dietriche wollen wir nicht verschwenden. So. Dann speichern wir mal wieder. Denn man weiß ja nie, was passiert. War hier jemand? Oh ja. Oh ja. So, wir nehmen wieder unseren Schild. Und dann warten wir. Dann warten wir hier an der Ecke. Ist Lydia tot? Oh mein Gott. Nein, sie lebt noch. Zaubertränke, Frostgiftbiss, nee, Frostbissgift, Gott. So, dann weiter, Ausdauertränke, Ausdauer, Magiker braucht nicht, Heilung. Wow. Wir sterben hier gleich. Gut, jetzt geht's wieder. So. Jetzt heilen wir uns erstmal. Oh, ein Gegner ist hier noch. So, Zwergendolch und ein paar alte Bücher. So.
So. Jo! Dann haben wir das auch erledigt. Malachiterz und irgendein Zauberstab. Cool, cool. So, was ist hier? Nichts Interessantes. Hier ist irgendein toter Mensch. Hier ist Menschenfleisch. Ich weiß nicht. Also, wenn ich andere Spiele spiele und dann irgendwann mal wieder Skyrim, dann ist das irgendwie echt schwierig, sich hier einfach an die Umwelt zu gewöhnen, so. Also vom Aussehen her. Ich muss immer jetzt ganz genau gucken, wo ich hinlaufe, ob ich was vergesse oder so. Bei anderen Spielen merke ich das ja, aber hier ist das irgendwie extrem schwer. Wozu die Eile? So, dort hinten haben wir was vergessen. Was ist das? Okay, irgendein Teleport. Vielleicht benutzen wir das ja dann. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. So, was ist hier? Nichts Besonderes. Dann gehen wir mal in Schleichmodus, speichern und gehen hier weiter. Okay. Oh, dort unten. Ein Falmer. Und weg mit dir. Gut, der ist runtergeflogen. Oh, und wir sind vergiftet. Oh, von einer Spinne. So, wir lassen unsere Lydia vor. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. So, jetzt sind alle besiegt. Jetzt können wir wieder looten. Weil ich finde, das geht wirklich so. Man muss sich echt schwer an das gewöhnen hier wieder. Ich weiß nicht, liegt das an der Grafik, am Game Design oder wieso? Ich weiß nicht, ich muss mich erst immer richtig wieder daran gewöhnen, bevor ich das wieder ganz konzentriert spielen kann. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, wir wollen spielen. Also weiter geht's. So, jetzt habe ich gespeichert und eine Tür geöffnet. Anscheinend war das zu viel für meinen Rechner. Ja, ich habe noch immer den alten. Ich weiß. Aber das wird jetzt besser. Nächste Woche habe ich den neuen. Glaube ich zumindest. So, Kathedrale. Klingt komisch, deswegen gehen wir dort mal rein. So. Oh, hier sind Fallen. Und das nicht zu wenig. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ist hier noch was? Nein, manchmal ist hier hinten was versteckt. Ja, bloß ein billiger Zaubertrank. Ah, ich weiche immer so von dem Mikrofon weg. So, nicht in die Falle latschen. Jetzt wird hier reinlatschen. Yep. Bloß gut, dass der Feuerzauber so viel abzieht. Oder mein Feuerschrei, kein Zauber. Sonst würde ich hier drauf gehen. So, jetzt gehen wir aber wieder mal in den Schleichmodus. Oh. Und ich weiß, was jetzt kommt, deswegen speichere ich mal. Hab zwar gerade gespeichert, aber das wird jetzt extrem hart. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. So, weiter geht's. So, oh, jetzt sind wir fast abgekratzt. So, was steigern wir denn jetzt? Gesundheit. Dann erst einmal einhändig. Kann ich hier was steigern?
Nein, kann ich nicht. Dann Schießkunst. Geht auch nichts. Dann schwere Rüstung. Nein, geht auch nichts. Blocken könnte ich noch. Ich habe darauf nicht so richtig Lust. Steigern wir mal unsere Schmiedekunst. Stahlschmiedekunst. So. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Nein, sieht nicht so aus. Na dann, gehen wir nochmal hinter. Und dann kommt was extrem Schweres. Geh doch mal bitte weg. Genau, schön weggehen. Alter, die nervt. Aber hat mir schon zig Male das Leben gerettet. So. Hier war nichts Besonderes drin. Gucken wir mal, können wir noch die Viecher looten? So, ist hier noch was? Nein, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay, dort sind die Schalter. Dann holen wir mal diese Truhe. Und dann gehen wir in diese Truhe. Oh, die ist verschlossen. Oh, ich will nicht meine Dietriche verschwenden. Nein, das machen wir nicht. So, Hebel aktivieren. Jetzt müssen wir wirklich speichern. Und jetzt nehmen wir mal den Flammenzauber. Ich hoffe, das bringt was. So, speichern. Oh, hier ist eine Falle. Genau wegen diesem Ding. Ein Zwergen-Centurio. Oh mein Gott. Sofort gestorben. Laden wir. So, dann nehmen wir doch mal den Falmerbogen. Und ein paar Zaubertränke. Gucken wir mal, was wir haben. Falschen Berserker klingt gut. Starke Magika, nein. Heilung, das werden wir brauchen. Illusion, flüchtige Unsichtbarkeit. Feuerresistenz. Können wir mal nehmen. Wegen diesem feurigen Dampf. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Lange Leidens. Gifte, wird er darauf reagieren? Ich glaube nicht. Deswegen schleichen wir uns mal... Oh, schleichen. Schleichen wir uns mal an. Oh mein Gott. Greift meine Lydia mit an. Wo ist meine Lydia? Dort. Ah, ich muss den Schrei unerbittliche Macht lieber nehmen. Vielleicht fliegt er dann weg. So, kriegen wir das hin von Weitem? Wieso bewegt er sich nicht mehr? Und der greift doch nicht an. Oder sieht... Ich höre, ist das ein Bug oder... Endschuss! Ja, wir haben es ganz leicht geschafft. Ich habe mich gewundert. Das war sicherlich ein Bug oder so. Dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Aber jetzt haben wir Elfenpfeile. Irgendein Schlüssel. Seelenstein brauchen wir nicht. Hier ist noch einer. Noch einer. Gott. Ich muss mal wieder sprechen lernen.
Nein, Spaß. So, aber wir haben es geschafft, deswegen speichern. So, dort gehen wir gleich rein, wenn wir alles hier durchgesucht haben. Aber erst nehmen wir mal wieder unseren Elfenstreitkolben. So, ein Dietrich haben wir gefunden. Na bloß gut. Dann nehmen wir wieder unseren Schild. Perfekt. Speichern wir. Nehmen wieder Feueratem. Und gehen hierhin. Sola, machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh mein Gott, was war das? Genug Tote gegeben? Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Was okay, was ist das hier? Ja. Ja. Genug! Ich glaube, das sind... Ja, der eine war kaiserliche angezogen. Was hat die für eine Rüstung? Stahlplattenrüstung, glaube ich. Gucken wir mal, ist die besser? Stahlplatten 30. Ja, die ist viel besser. Oh, jetzt haben wir was Falsches genommen. Schild des Blutigen, okay. Nein, also, was haben wir denn jetzt alles? Erstmal hier, was haben wir vorhin genommen aus Versehen oder gerade? Irgendwas haben wir aus Versehen genommen. An einer Waffe. Ich glaube Stahl. Irgendwas aus Stahl war das. Na dann anscheinend doch nicht. Gucken wir mal hier, was wir genommen haben. Amulett, Amulett, Amulett. Nichts Besonderes. Nein. Pelzschild, Ring, Ring, Ring. Blutiges. Irgendwas. Hier, das anziehen. Ist die besser? Keine Ahnung. So, die kann ich damit weghauen. Stahlplattenrüstung 81. Und was hat unsere Klingenrüstung? Okay, die Klingenrüstung ist viel besser. Dafür kann aber das und das weg. So, gucken wir mal, was der hat. Eine billige kaiserliche Rüstung. Oh, das können wir nicht knacken. Mist. Oder wir speichern mal. Komm. Oh. Ach, wir haben es mit dem Schlüssel hinbekommen. Cool. Dann würde ich sagen, bevor wir zur Schwarzweite gehen, gehen wir erstmal noch einen Zauber kaufen. So. So, wo sind wir denn hier? Ach, hier oben. Na dann. Wir müssen jetzt nach Winterfeste am besten. Weißlauf am besten. So, erstmal nach Weißlauf. So, und jetzt erstmal in mein Haus. So, gucken wir mal, was wir alles ablegen können. Weg, weg. Weg, weg. Wo, was habe ich hier alles mit? Nein. Was hab ich denn hier alles? Oh mein Gott. Zutaten. Schriftrollen können weg. Zaubertränke lassen wir, Bekleidung. So, Waffen. An Pfeilen, ich weiß nicht. Eigentlich könnte ich die Pfeile, die ich nicht brauche, hier lassen. Die Bolzen können hier bleiben.
Gucken wir mal 10. Die können weg. Die können weg. Ah, 16 ist viel besser. So, 10 Stahlpfeile. Legen wir die mal weg. So, und dann haben wir noch solche Pfeile. Perfekt, hast du noch irgendwas? Ich bin direkt hinter euch. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich stehe zu eurer Verfügung. So, die hat bloß Drachenknochen, Drachenschnuppen, Schuppen, ein Dwemer-Balken, ein irgendein Falmer-Fein. Geht ihr voran? Na dann. Elfenpfeile. Ah, die Falmer-Pfeile können auch weg. So. Genau, und jetzt gehen wir nochmal zur Drachenfeste. Ich weiß nicht, ob ich heute nuschele, heißt das so? Keine Ahnung. Also, es fühlt sich so an. Heute ist nicht mein Tag. Aber das ist jetzt die erste Folge. Ich nehme heute ein bisschen auf dem Stück auf. Deswegen diese Graumähnen sollen geht's dann noch weiter, sein, sozusagen. Wenn Sie die Sturmnettel unterstützen wollen, kriegen Sie was. Das wird aber nicht alles an dem Tag rauskommen. Aber naja. So, und ich glaube, wir müssen bald wieder mal Schluss machen. Deswegen kaufen wir schnell unseren Zauber. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde... Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ja, freu dich. In der Magie wohnt ein... Werft einen Blick darauf. So, Bücher. Und jetzt brauche ich einen Zauber mit dem Namen Schnellheilung. Hier, Schnellheilung. Perfekt. Das kaufen wir uns und dann noch... Wartet. Feuerblitz, oder? Kaufen wir uns das? Ja. Denn ich will euch nochmal was zeigen, wenn ich mal wieder einen Drachen töte. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie... Nein, habe ich jetzt die Bücher verkauft? Der Magier in Winter... Ach Gott. Ich wollte endlich einnehmen. Ja. So, nochmal. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, jetzt nochmal. Feuerblitz. Und Schnellheilung. So, jetzt haben wir ein bisschen Minus Vergesst gemacht. Nicht, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Aber naja, das ist mir jetzt egal. So, Schnellheilung. Mit diesem Zauber... können wir uns jetzt schnell heilen. Das erzähle ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt noch raus und dann verabschiede ich mich. So. Dann verabschiede ich mich hier. Und nächstes Mal gehen wir nach Schwarzweite. Auf Wiedersehen.